Wir möchten Freiräume für Kinder und Jugendliche schaffen und erhalten, vor allen Dingen auch. Also, weil wir über die Jahre festgestellt haben, dass die Räume eigentlich nicht größer werden, sondern immer kleiner. Wenn der Brunnen, wenn der da offen steht und man macht dann Deckel drauf, das macht sehr viel Sinn, ne? Wenn man den Kindern Räume schafft, wo sie erstmal gar nicht in den Brunnen reinfallen. Freiheit will gut organisiert sein. Alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die wollen frei sein. Wir Erwachsenen, wir haben eigentlich die Verantwortung, dafür den Raum zu schaffen, die Freiräume zu schaffen. Macht der Reiter. Gleichzeitig wollen die meisten Menschen auch klare Regeln und Grenzen. Das Allerwichtigste ist, dass die Kinder glücklich sind. Also wenn Kinder glücklich sind, gerade in so einer Situation der Flucht, wenn man den Kindern Glück schenken kann, dann sind auch die Eltern glücklich. Die sind doch nicht anders als unsere Kinder auch. Also ich glaube, dass die Integration, die jetzt vor uns steht, die läuft doch am allerleichtesten über die Kinder. Ich meine, für alle Eltern, die das hören, ich meine, wir haben die kleinen Prinzessinnen, dann, die haben wir da auch. Und dann haben wir die, dann haben wir so die ganz, ganz zurückhaltend Zarten, die immer so im Hintergrund stehen, wo man gucken muss, dass die nicht übersehen werden. Dann gibt es natürlich die Hammerwerfer, also die Rabauken. Ich wurde angerufen von der Stadt Dormagen, wie gesagt, im Juli. Wir haben jetzt hier seit 2 Tagen diese Kinder und das Problem und könnt ihr helfen? Da habe ich gesagt, haben Sie in einer halben Stunde Zeit? Ich bin da. Ich gucke mir das mal vor Ort an. Und am nächsten Tag waren wir da. Hatten wir Spielmaterial dabei in unserem Hänger und hatten ein paar Leute zusammengetrommelt. Und seitdem läuft es seit, was sind es jetzt, 8 Monaten, montags bis sonntags. Da sehe ich unseren Unterschied zu etablierten Systemen. Sobald sie eine bestimmte Größe erreicht haben, dann da ist diese Flexibilität einfach nicht mehr vorhanden. Eine. Ganz. Zwei. Gänse. Und ganz viele Gänse. Gänse. Das hier. Ne? Gänse. Gänse. Aber neben denen, jetzt neben diesen Sachspenden, ist für uns unglaublich wichtig, das, was wir Ehrenarbeit nennen. Ne? Nicht Ehrenamt, sondern auch hier wieder im Feld sitzend. Ne? Uns geht es immer darum, dass die Arbeit auch Ehren trägt und dass die erfolgreich ist. Und es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und sagen, wir finden eure Arbeit so wichtig, dass wir euch unterstützen, denen es nicht darum geht, da Geld zu verdienen, sondern und das, was wir dann einsparen an Personalkosten, das können wir wieder für die Kinder investieren. Ich bin gelernter Diplom-Sportlehrer und habe in Köln da unter anderem halt auch gelernt, dass das Sport und Spiel und Bewegung so viele Facetten hat, vom Tanz angefangen über jede Freude an der Bewegung. Und da ist natürlich mein Blick immer dahin geschärft, wo gibt es unmittelbar an den Notunterkünften Bewegungsmöglichkeiten und wo gibt es Sportplätze, Turnhallen und noch unausgeschöpfte Möglichkeiten. Dass Kinder und Jugendliche sich bewegen sollen, also ne, da sind wir wieder bei unserem Namen Freiräume, die sind ja dazu da, um sie auszufüllen, um durch Bewegung, um zu erkunden, und das ist ja der natürliche Drang eines jeden Menschen, egal wo er herkommt, und diesen natürlichen Drang der Kinder, den möchten wir natürlich weitgehend unterstützen. Meine Vision von Integration ist, dass wir in jedem Ort, wo Flüchtlinge sind, Orte schaffen, die gestaltbar sind, die gemeinsam, Räume, die gemeinsam gestaltbar sind. Alte Fabrikhallen, ungenutzte Liegenschaften, auch Dinge, wo die durchaus einen Renovierungsbedarf haben und wo man im Kontakt mit den neuen Bürgern sagen kann, was wollt ihr, was habt ihr drauf, was könnt ihr einbringen, und die durchaus vielen interessierten, offenen Menschen, die sich auch für die neuen Bürger interessieren, die zusammenbringt und gemeinsam Räume gestaltet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, also machen und dann sehen nach und nach die Probleme, die sich ergeben, halt mit Freude lösen.
da sollten wir einfach gemeinsam und mit Freude nach vorne schauen und eine schöne neue Welt bauen mit den Leuten, die uns da unterstützen jetzt.